Moin Leute, hier ist wieder Seta, aka Devilmaus von TheYoungFamily.de und zum dritten Teil von Devil's Castle. Ja, liebe Freunde, in der letzten Folge sind viele von euch ausgeschieden. Es sind nur noch vier übrig geblieben, unter anderem der liebe Erwin, der Gamer02, der It's Bro Hunter PvP und der Inuk. Ja, liebe Leute, wie gesagt, ihr seid jetzt schon in meinem Schloss drin und das sehe ich gar nicht gerne. Das wisst ihr wahrscheinlich, oder? Gut, da ihr das wisst, werdet ihr jetzt, da ich ja, wie ihr schon wisst, über magische Kräfte, herrsche, ne? Entschuldigung, mir fällt gerade die Worte nicht ein. Oh mein Gott, liebe Leute, erste Sendung, es tut mir leid, aber wie gesagt, wenn es euch gefällt, immer einen Daumen hoch hinterlassen oder einen netten Kommentar, das würde mich freuen. Ja, wie gesagt, ihr werdet jetzt ein klein wenig von mir vergiftet werden und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht in die tolle warme Lava dort unten halt reinfallt. Ihr werdet hier drüben ein kleines Jump'n'Run lösen müssen und hier drüben, wo ich stehe, seid ihr schon weiter, wenn ihr mich noch sehen solltet. Ja, aber es wird nicht so einfach sein. Ich hoffe, es überlebt überhaupt einer von euch. Ja, ich wünsche euch nun viel Glück und viel Spaß bei dieser Challenge. Somit habt ihr jetzt 3 Minuten Zeit, um dieses Jump'n'Run zu lösen. Beziehungsweise um diesen Parcours zu lösen. Es wird nicht einfach sein. Ich werde mich ein bisschen aus dem Bild halten, also um mich nicht zu behindern. Und wie gesagt, entweder ihr seid Teamplayer und kämpft zusammen, oder ihr behindert euch gegenseitig und ihr seid raus. Ihr könnt entscheiden, das ist euer Weg. Es sind schon... Einer ist schon ausgeschieden, der liebe Inuk ist raus. Er ist gestorben, glaube ich. Ah ne, es war nicht... Doch, es war Inuk. Inuk ist raus. Ja, wie ich sehe... Oh, da ist noch einer mit raus. Aber so wie ich sehe, der liebe Erwin und jetzt Brohunter PvP arbeiten ein klein wenig zusammen. Sie halten auf jeden Fall Abstand. Und... Ja, oh. Somit ist der Erwin auch raus. Schade, schade. So, jetzt Brohunter PvP, es liegt an dir, diesen Weg zu beschreiten. Ob du ihn schaffen wirst, werden wir jetzt gleich sehen. Wow, er hat's geschafft. Tatsächlich jetzt einziger. Sehr, sehr geil. Herzlichen Glückwunsch. Wir können dich ja im Teamspeak wieder muten, weil du bist ja hier. Ne, da können wir ja noch die letzte Prüfung. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Krasse Sache. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe natürlich über starke Zauberkräfte herrsche ich, ne? Wie ihr das natürlich wisst. Aber natürlich auch nur in Minecraft. ja, und von da aus... Der liebe... Ja, ja, ich weiß, du willst reden, du kannst gleich reden, kein Problem. Liebe Regie... Ich würde euch bitten, dem lieben... ich gucke jetzt auch gerade nochmal nach. Ich finde ihn nicht... Theoretisch. Also, wenn er der Pro-Hunter ist, der ich denke, dass es ist, war der Talk-Power. Na, jetzt Brohunter PvP. Ja, ja, sehr geil. Du hast es geschafft. Mein lieber Freund. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie fandest du diese Prüfung? War ganz schön schwer, weil durch die Übelkeit ist es sehr schwer einzuschätzen, wie die Blöcke stehen und ja. Das war auch ein Plan von mir. Wie gesagt, du bist schon etwas näher in meinem Schloss, aber noch nicht ganz an der Stelle, wo du hin sollst oder wo du hin möchtest wahrscheinlich, oder? in dieser nächsten Prüfung würde ich ein unaufgeräumtes Zimmer erwarten. Ach ja, du Kacke. Hier sind meine vergifteten Spinnen, haben hier gewütet, wovon du gerade vergiftet wurdest. In diesem Zimmer gibt es auch nur einen Ausweg, aber du musst doch aufpassen, lass dich nicht täuschen. Das nur als Tipp. Und, kleiner Tipp, bring Geduld mit. Und diese Geduld wird belohnt, indem du, wie viele Minuten Zeit hast, liebe Regie? Ganze 8 Minuten geben wir dir. Genau. Ja. Du kannst und du wirst gleich merken, warum du sie brauchen wirst. Und du kannst dir sicher sein, ich beobachte dich. Und ich würde sagen, wir entlassen dich mal da rein, und zwar in 3, 2, 1, viel Erfolg. So, somit wird der jetzt, liebe It's Bro Hunter natürlich live mit uns hier auf diese letzte Prüfung, also nicht letzte Prüfung, hoffentlich nicht auf seine letzte Prüfung, losgelassen. Und ich werde ihn gleich noch ein bisschen mehr beobachten, aber er muss erstmal
Ja, meine Spinnen, wie gesagt, sie waren fleißig, ne? Ich habe sehr, sehr viele davon. Und du siehst, du wirst diese 8 Minuten wahrscheinlich brauchen. Du bist jetzt rausgekommen. Ja, mal sehen. Oh, sehr, sehr gut. Nicht schlecht. Er hat schon mal einen Weg Dings stehen lassen, so wie ich gesehen habe. Wow, es wird hier gerade sehr, sehr dunkel. Ich müsste, glaube ich, mal kurz den Shader ausmachen. Einmal ausstellen, bitte. Genau, somit wird es ein bisschen heller. Jetzt schauen wir mal. It's Bro Hunter, du hast ein kleines Hindernis, wie du siehst, vor dir. Ich hoffe, mit meiner Stimme mache ich dich nicht allzu nervös, nicht, dass du gleich runterfällst. Aber auch wenn du runterfällst, du hast natürlich immer die Chance, neben manchen Blöcken sind halt keine Spinnweben. Dort kannst du halt wieder hochspringen. Auf Ja, die. ich sehe schon. Ja. Ich merke, du bist still, du konzentrierst dich sehr und du bist eigentlich nicht zu schlecht in Jump'n'Runs anscheinend. Ja, mal sehen, wie du das jetzt löst. Er hat noch 390 Sekunden Zeit. Ja, du hängst ein klein wenig. Ja, du kommst ziemlich schnell da voran. Ich merke, du hast schon öfter mit Spinnenweben zu tun gehabt. Kann das sein? Vielleicht. Okay. Ach du Scheiße. Naja, er sieht nicht das, was ich sehe. Weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich weiß, was ich jetzt machen werde. Okay, was wirst du denn jetzt machen? Werde jetzt bis dahin laufen. Okay, ich hab dir doch einen kleinen Tipp gegeben. Ja, aber wie gesagt, nicht jedem soll der Weg zu dem Castle natürlich verwehrt werden. Und von da aus. Ja, er hat's gefunden. Ich habe da jemanden im Hintergrund gehört bei dir. Kann das sein? Ja. Liebe Grüße auch natürlich an denjenigen. Du bist mit in der Aufnahme. Und schon geht's weiter. Du bist gut dabei. Du hast noch 320 Sekunden Zeit. Und ob du wirklich richtig liegst, wirst du sehen. Oh, schauen wir mal, ob das der richtige Weg sein wird. Das ist sehr, sehr interessant hier beim Jump'n'Run. Also ich merke, du bist im Jump'n'Run gar nicht so schlecht. Du hast tatsächlich noch 300 Sekunden Oh, hättest du Zeit gehabt und du hast es geschafft. konzentriert doch auf Wow. Alter. Nicht schlecht. Also bisher muss ich sagen, du schlägst dich sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Wie Jo. fandest du das? Ach so Musst du Scheiße, natürlich auch ja. fragen. Richtig schwer auf jeden Fall. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, beim nächsten Mal sage ich meinen Spinnen, die sollen dort ein bisschen mehr aufräumen oder ein bisschen mehr arbeiten, damit es nicht Na, ganz so eigentlich will einfach ich auch, ist. eigentlich bin ich auch nicht so der Jump'n'Run-Profi. Ja, aber du bist glücklicherweise auf keinen der Täuschungswege reingefallen. Also es gab noch drei andere Wege, wo du hättest reingehen können, wo du nie wieder rausgekommen wärst. Wäre ich da dann gestorben? Da Ja, wirst, okay. ja, da wärst du nie wieder rausgekommen. So viel dazu. Oder manchmal, naja gut, das, na, ich verrate nicht alles. Das seht ihr in der nächsten Sendung, falls ihr dort mal reingeraten solltet. Gut, in der nächsten Prüfung. Was erwartet uns da, liebe Regie? Da kommt jetzt eigentlich das Entscheidungsduell, das für wesentlich mehr Menschen ausgelegt ist. Gleich wird sich das Tor vor deiner Nase öffnen. Ich werde dir dann einen tollen Platz zuweisen, wenn du in der großen Halle bist. Und dort wird es nötig sein, dass du jetzt nicht nur deine Fertigkeiten in Jump'n'Run misst, sondern auch deine geistigen Fähigkeiten werden hier geprüft. Du Auch wirst mit du. einigen Fragen konfrontiert werden. Genau. Deswegen, da gibt es auch kein Zeitlimit jetzt. Es ist einfach, Okay, gut. wenn du eine Frage falsch beantwortest, wird ein Blitz auf dich herabfahren und Okay. dich goldbraun braten. Wie gesagt, das ist dein Weg. Du hast die Entscheidung zu treffen. So, dann. Google wird dort nicht helfen, Mark. Smiley. Okay, die redet wahrscheinlich gerade im Teamspeak-Chat, also, ne? Oder, denke ich mal. Yep. Ich höre es nicht, also ich habe es ausgestellt, glücklicherweise. Also es tut mir leid an alle, die Ja, gerade im also wir haben Teamspeak-Chat eine schreiben, aber extra das kann ich nicht Frage einlesen. genommen, wo selbst Google sagen kann. Tut mir leid, weiß ich nicht. Dann war es bestimmt sehr schwer. Aber da Und ich danke würde ich. sagen, so, okay. Öffnen wir das Tor, ne? Genau, Ich würde öffne sagen, das wir Tor. öffnen Ich das warte Tor. hier auf den Lieben. Ne, ich bin schon mal ein bisschen vorgegangen. Okay.
Und... Peter hat seinen Platz schon bezogen? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz? Oh. Nein. Dann nimm doch mal Platz und wir öffnen das Tor. Okay, öffne das Tor. So, hat unser lieber Seta denn auch seinen magischen Blitzstab schon in der Hand? Meinen magischen Blitzstab, den habe ich leider noch nicht in der Hand. Der wurde mir noch nicht zugewiesen. Ich kann ihn mir aber auch schnell holen. Ja, hol ihn dir. Du brauchst einen magischen Blitzstab. Okay, ich habe einen magischen Blitzstab. Er nennt sich Arrow. Ja, so heißt er jetzt. Genau. Und damit mache ich... Patjung, patjung. Piu, piu, piu. Antwortest du nämlich falsch, wird Devil dich töten. Und zwar mit einem Blitz. Und zwar so richtig. Okay. Ja. Wo ist er denn? Ach ja. Ich warte noch auf ihn. Wenn ich portet ihn, dann ne, muss er nicht laufen. Das Vorletzte? Ja, ja, klar. Und hau raus. Ich Gummi. Somit erwarte ich dich in meiner letzten Kammer. Du bist noch nicht gestorben. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Du bist hier Was muss ich hier machen? Du bist hier im Herzen von der TJF-Zentrale, von meinem Wohnsitz sozusagen. Hier verbringe ich jeden Tag, wenn ich nicht auf TJF bin, ne, und überlege mir, wie ich euch tollen Usern natürlich das Leben etwas erschweren kann. Nein, Quatsch. Okay, also, hier ist es so. Du wirst dich jetzt erstmal in deine Position begeben. Dort bist du jetzt mein Gefangener. Und da du jetzt mein Gefangener bist, musst du natürlich, da du alle anderen Prüfungen jetzt schon so gut bestanden hast, jetzt auch noch deine geistige Fähigkeit beweisen. Diese wird dir durch natürlich Fragen, ja, ich werde dir halt, also beziehungsweise wir werden dir halt Fragen stellen und die kannst du mit einem Ja oder Nein, beziehungsweise richtig oder falsch halt beantworten. Also Ja oder Nein. Und wenn du diese Frage falsch beantwortest, bist du leider ausgeschieden. Die liebe Regie wird jetzt bestimmt festlegen, wie viele Fragen du zu bestehen hast, bevor du weißt, ob du gewonnen hast oder nicht. Also, wir werden dir jetzt erst einmal 5 Fragen stellen, bei denen du die Möglichkeit hast, uns zu zeigen, hey, ich kann es nicht nur auch mit der Tastatur, ich kann es auch mit dem Kopf. Und dann wünsche ich dir gutes Gelingen, würde ich sagen. Und ich würde sagen, Frage 1 soll kommen. Genau, somit die erste Frage für dich. Ich habe gerade einen kleinen Remember an den TJFler. Und zwar, Frage 1, TJF existiert seit 6 Jahren, ist das richtig? Nein, habe ich schon beantwortet. Klicke bitte, achso, okay, gut. Ich dafür leider keine Rückmeldung, das müssen wir mal irgendwie beim nächsten Mal beheben. Gut, du hast die Frage beantwortet, sagst du. Gut, dann werden wir gleich die nächste Frage für 5 für dich ja natürlich mal raushauen. So, die nächste Frage wäre, die neue Lobby von TJF ist am 21. Februar 2015 online gegangen. Ist das richtig? Okay, ich sehe, du bist nicht gestorben oder du hast noch nicht gedrückt. Wenn nicht, bitte ich dich zu drücken. Ich weiß, also, okay, jetzt so. Hast du gedrückt? Ja. Sehr gut. Dann machst du so, damit auch alle anderen hier im Talk wissen, was du gedrückt hast. Was war denn deine Antwort? Ja, genau, sag Meine einfach. Meine Antwort war ja. Okay, gut. Okay, also dann, damit einfach jeder auch das hört. Genau, damit. Machen wir es so. Das ist ein bisschen einfacher auch für uns. Dann weiß auch jeder, was, dann kann auch jeder mitraten und schauen, wie es für ihn ist. Ja. Genau. Somit. Also ich erstmal warten, bis der Maudi dann angeboten hat. Ja, ich lese sie vor, wenn es geht und dann ist gut. So, ja. Bist du bereit für deine dritte Frage? Du hast noch 3 Fragen vor, ja, 3 Fragen insgesamt sozusagen vor dir. Und wenn du sie überlebst, hast du gewonnen. Dann hast du tatsächlich mich besiegt, auch in meiner geistigen Fähigkeit. Aber beim nächsten Mal werde ich es dann umso schwieriger machen. Dann bekommst du auch ein Zimmer in dem tollen Schloss. Dann wirst du hier verewigt an dieser Wand hinter mir. Na, dann bekommst du, beziehungsweise hier oben, Geil. Oder beziehungsweise es wird eine Wand hier geben, wo dein Kopf halt dran hängt, da du ja schon mal gewonnen hast. Ja. Yeah. Gut. Somit, bist du bereit für deine dritte Frage? Jo. Gut, liebe Regie, dann die dritte Frage. Schwarzes Glas hat die ID 95-15, ist das richtig?
Oder muss ich erstmal überlegen? Aber wie gesagt, du hast nicht zu lange Zeit. Ich würde sagen, dort führen wir auch einen Countdown ein. Und du müsstest mir bitte sagen, ob du ja oder nein angeklickt hast. Und zwar, wenn es geht jetzt. Oh. 95 was? Könntest du bitte das? Wenn, wenn du die Antwort hast, dann wird automatisch die falsche Antwort gewählt. Ja. Wenn du. Und zwar ja, innerhalb der nächsten 30 Sekunden. Eins. Ja, ich hab ja gedrückt. Ich bin fertig, ich hab ja gedrückt. Genau, wenn wir nicht, machen wir einfach einen Counter von 20 Sekunden mit rein. Oder 10 oder 15 oder so. Gut. Somit hast du 3 Fragen richtig beantwortet. Und hast noch 2 Fragen vor dir. Schauen wir mal, ob du die nächste Frage richtig beantwortest. Denn die nächste Frage für dich wird sein. Auf der Sky PvP Map kann man Diamanten auf einer Insel finden. Ist das richtig? Nein. Nicht. Okay, gut. Das ist natürlich richtig. Wow. Es war bisher noch niemand so knapp vor meinem Wohnsitz, nenne ich es mal so. Ja, das ist natürlich auch die erste Folge, beziehungsweise die erste Staffel, ne? Oha. Und mal sehen, ob du jetzt gleich als Gewinner hier rausgehst. Ich hab Christian Weißen. So, bist du bereit für deine letzte Frage? Jo. Gut, die letzte Frage für dich wird sein... Minecraft läuft neuerdings auch ohne Java, ist das richtig? Okay, du hast wahrscheinlich... Jetzt deine Antwort, sonst genau. Hast du verloren. Scheiße, Mann. Na? Was? Also ich bin doch schon gestorben. Was hast du gedrückt? Was hast du gedrückt? Das wollen wir natürlich alle wissen. Ja, hast du gedrückt. Stimmt also, ja. Um es aufzuklären, es hieß im Launcher... Eine quasi Java-freie Version, aber das hat nur den Launcher selbst betroffen. Der Launcher selbst ist ein spezielles Java mit eingebaut, was für diesen Launcher gilt und dementsprechend läuft Minecraft nicht ohne Java. Okay. Minecraft ist weiterhin Java-basiert, auf Java programmiert, geschrieben und ohne Java kein Minecraft. Deswegen leider nicht ganz richtig, aber ich glaube, dadurch, dass du es so weit geschafft hast, lässt sich der große Devilmaus vielleicht zu einem kleinen Trostpreis überreden. Ja, natürlich. Also da werden wir auf jeden Fall nach dieser Folge natürlich was aushandeln. Und ja, ich würde sagen, diesmal bin ich noch der Gewinner. Mal sehen, wie es nächste Woche aussieht. Wenn ihr natürlich dabei sein wollt, joint auf unserem Server pvp24.me oder auf unserem Teamspeak tjfmc.de oder pvp24.me könnt ihr natürlich dort auch nehmen. Und ja, wenn du natürlich einer der Nächsten sein willst, der von mir gefangen wird in meinem Castle, ne, oder mich besiegen will, dann sei Samstag um 19 Uhr auf unserem Server und auf unserem Teamspeak, ja. Ansonsten würde ich sagen, war es jetzt erstmal das von mir und ich gebe natürlich jetzt meiner lieben Regie nochmal das Wort und damit sich natürlich nochmal alle von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder ähnliche Sachen, schreibt es in die Kommentare und ansonsten Daumen hoch. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Devil's Castle ist euer Weg. Ja, also von mir kurz. Es hat Spaß gemacht. Und naja, vielleicht schaffen wir es, weiterhin das Castle zu verteidigen. Aber und wer weiß, vielleicht schafft ihr es beim nächsten Mal auch, unseren großen Devil zu besiegen. Und wir werden auf jeden Fall uns auch fürs nächste Mal schwere Sachen ausdenken, Sachen noch schwerer machen. Wir werden Leiterjumps mit einbauen. Und, wir werden versuchen, das zu fixen, dass wenn ihr gegen die Türen haut, dass es dann trotzdem automatisch weitergeht. Sämtliche technische Probleme werden hoffentlich bis zum nächsten Mal behoben sein. Wir hoffen natürlich auch, dass es demnächst ein paar mehr Leute ins große Finale schaffen. Ja, ihr seht, also wie gesagt, dass ich auch ausgelegt hat für ein paar mehr Leute, ne? Aber wie gesagt, wir wollten euch den Weg nicht zu einfach machen und das ist die erste Sendung gewesen. Wir haben unser Bestes gegeben, unser Castle zu verteidigen und wir haben es geschafft und von da aus bin ich zufrieden. Ich bin mit euch zufrieden. Ich danke euch vielmals und ja, das war's von uns, oder? Ja, wir verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.